guten Tag, liebe Leute. Jetzt mal ein bisschen etwas Spezielles für mich persönlich vor allem. Mein lieber Freund und Kunde, wenn er das Video sehen wird, der wird sicher gerührt sein und alles, aber der wird das nicht so dramatisch sehen wie ich. Es ist auch nicht dramatisch, aber ich bin ein bisschen emotional unterwegs. Und zwar hat dieses Auto gehört einem meiner ersten Kunden, über die vielen, vielen Jahre mittlerweile wirklich ein guter Freund geworden. Wir reden hier genau von 15 Jahren. Das war mein erster Kunde. Einer meiner besten Kunde bis heute. Und das wird voraussichtlich. Wir haben jetzt bereits schon darüber gesprochen, wie wir das nachher immer noch managen können. Aber wir sind älter geworden, wir haben mittlerweile Familie und alles drum und dran. Er auch, Kind, alles, dies und das. Und er wird für immer nach Spanien zurückgehen. Und zwar bereits schon nächste Woche. Das ist jetzt noch so ein Last-Minute-Projekt. Dieses Auto hat er für seine Frau in Spanien gekauft. Ein Cooper S Clubman. Wir wollten jetzt eigentlich, wir haben jetzt Donnerstag. Wir wollten eigentlich jetzt wirklich, er hat mir das Auto gestern gebracht, wir wollten wirklich das jetzt hinbekommen, dass wir in 3 Tagen irgendwelche Felgen finden, in 18 Zoll, wo einigermaßen schick ausschauen, tiefer legen, alles Chrom vernichten, 2, 3 Kleinigkeiten noch im Innenraum, aber das mit den Felgen hat nicht mehr hingehauen jetzt, dass wir da wirklich was drauf passt, dass wir das auftreiben konnten. Und jetzt wird es einfach tiefer legen, alles Chromige weg, Embleme weg, so was man noch schnell bewältigen kann bis freitags. Ist keine große Geschichte, aber ich will dieses Video meinen wirklich super tollen, loyalen Kunden widmen. Jedes Jahr wieder ein neues Auto. Das fing an beim BMW Compact. Genau, der hier. Dann ging das weiter. Das war damals Airride drauf, Lexani-Felgen. Schaut heute scheiße aus, aber war damals richtig geil. Dann kam, das war so krank, das Projekt. Nigelnagelneuer E60-5er BMW, der hier. Das Auto hatte 1800 Kilometer auf dem Tacho, war in Blau. Der stellt das hin, hör mal, ich will den Perlmutt-Weiß umlackiert haben. Lexani 20 Zoll KW3 Hamann Auspuffanlage, hinten Diffuser in M5 Optik, der M5 war damals gar noch nicht draußen. Der Diffusor hinten, den habe ich komplett selber gebaut, aus 2 Diffusoren zusammengeschnitten und gemacht. Seitenschweller von Hamann, das war ein krankes Projekt, das Auto. Und das war auch in relativ schneller Zeit durchgezogen. Das war dann der 5er. Dann kam E92 M3, der hier. Da haben wir nicht so viel gemacht. Da haben wir gemacht, die Felgen, alles chromschwarz. Carbon-Diffusor tiefer gelegt, paar Kleinigkeiten. Ja, das ging dann wirklich noch immer so weiter. Dann kam Infinity, der hat ein jähes Ende gefunden. Dann kam sein RS3, dann kam sein Audi TT, damals der neue und so weiter und so fort. Und immer wirklich tolle Aufträge, super Kunde. Mit ihm ist nicht nur dieses Umbauen alles immer toll und so. Ich mag ihn auch als Mensch extrem gut. Aber wir sind jetzt da bereits schon am Gucken. Das Auto bekommt trotzdem noch Felgen, ich werde die hier bestellen, werde die Reifen aufziehen und werde ihm die als Kompletträder da runter schicken, weil die da unten nicht so fähig sind, das weiß er selber am besten. Und werde die dann einfach da nur montieren müssen. Und zukünftig, wenn er Autos kaufen wird, wird es dann auch so sein, er wird gucken, dass er diese so gut wie möglich in der Schweiz kaufen wird und dann trotzdem zu mir bringt, wenn sie fertig umgebaut sind, nimmt er sie mit nach Spanien. Das geht mir ein bisschen nach. Und wegen dem will ich ihm dieses Auto widmen. Ich will hier sogar ein Carport machen, obwohl das Ganze eigentlich wirklich nichts ist. Es ist was Kleines. Alles Chrom, Leisten, Tankdeckel, Türgriffe. Hier habe ich bereits schon auseinandergenommen. Das kleine Chromding, wo innen drinnen hier ist. Das alles, die Ringe hier, Grill vorne, alles schwarz machen und tiefer legen. Das ist das, was wir jetzt in 2 Tagen noch schnell hinbekommen. Und dann wäre es das. Ja, ihr seid live dabei. So, Grill vorne, jetzt sind wir fertig. Wisst ihr noch, wo ich angefangen habe, meine ersten Folierversuche zu machen? Das war ja der gute Golf, auch schon wieder 2,5 Jahre her. Da guckt mal an, wie gegossen ums Eck herum. So muss das sein. Das ist jetzt der Unterteil, der obere Teil, den habe ich schon fertig. Ein bisschen tempern. 70 Grad Oberflächentemperatur, ne? Grill musste ich leider komplett ausbauen. Da liegen die Waben. Jetzt bauen wir das gute Stück wieder zusammen. Fertig, innen bis innen durch, komplett durchgezogen. So. Ja, kommt schon ein bisschen schöner. Würde ich doch mal meinen. Embleme habe ich ja vorhin gesagt, wegmachen. Jetzt haben die Mistdinger Löcher drin.
Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich das originale Emblem irgendwie schwarz bekomme. Das Mini drin lassen wir, glaube ich, aber das ganze Chrom. Aber da hat sie wieder so ganz viele filigrane kleine Einbuchtungen und alles. Sprich, folieren, vergiss es. Da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsspielzeug, zum Plastidip. Ja, müssen wir jetzt halt Plastidip machen und ich habe noch was rausgefunden, wo wir Plastidip machen müssen. Und zwar das. Ich dachte, vielleicht waren die so schlau, man kann das S rausnehmen. Aber das ist alles ein Guss. Jetzt decke ich irgendwie das Rot innen drin ab und dann müssen wir hier auch. Plastidip. Mein Plastidip. Aber jetzt bauen wir das mal zusammen. Ist mal der Grill fertig. War eins der kompliziertesten Teile. Da wollen wir mal schauen, wie das ausschaut. Scheinwerfer fertig, Grill fertig, wie ihr seht. Jetzt gehen wir mal an die Leisten. So, Front guckt mal jetzt von hier. Schon eine andere Geschichte. He? Das Schlimmste ist rum. Jetzt sind es alles nur noch kleine, einfache Leisten. Gibt noch ein bisschen eine Nachtschicht. Hans-Peter ist sich jetzt schon am Ankündigen, dass er Feierabend macht. Aber ich muss es noch weitermachen. Ich muss morgen fertig sein mit dem Auto. Guten Tag. So. Wie ich gestern schon gesagt habe, Nachtschicht haben wir gemacht. Hat zwar nicht ganz gereicht, konnte auch nicht bis weiß und wann arbeiten, aber jetzt sind wir fertig mit dem Folieren. Und ihr wisst ja, ich habe ja gestern gesagt, er muss bis heute Abend fertig werden. Wir haben jetzt 2 Uhr, es ist fertig foliert, ihr seht, Türgriffe alles fertig. Da, das Einzige, was noch fehlt, ist dieses Ding. Weil ich gestern nicht ganz wusste, ob das klappt mit dem Plastidip, habe ich mal vorsichtshalber nur eines gemacht. Das haben wir auch noch gemacht. Auch im Plastidip, wegen den ganzen Einbuchtungen überall. Ja, auf jeden Fall, es hält, es schaut gut aus. Bin ich den zweiten noch machen, der ist bald fertig. Und jetzt wieder mal die Logik der Hersteller. Vorne Emblem, genau gleiches Emblem. Das hier. Cooper weg, Mini weg. Alles problemlos ohne Löcher. Warum machen die das? Verarschen die mich extra? Vorne Löcher drin, hinten keine Löcher. Schon Schmuck jetzt. Schwarz-braun. Ich finde das eine arschgeile Farbkombi. Wirklich. Und eben Heckdecke komplett ist noch poliert wegen den eingefressenen Resten. Das fertig. Poliert alles fertig. Ja, und jetzt geht es eigentlich wirklich noch drum. Federnsatz einbauen. Machen wir jetzt, ich muss es ganz schnell noch den Federnsatz holen beim Lieferanten. Machen wir nachher tieferlegen, weiter geht's. Tschakka, tschakka! Jetzt schaut es so aus: Fahrwerk ist geholt, das ist das letzte Teil. Muss ich noch ein bisschen präparieren. Ein paar Esterfedern. Sollte, glaube ich, 30, 40 mm runterkommen. Mittlerweile 3:15. Wird eine knappe Geschichte. So, erster Stoßdämpfer hinten haben wir jetzt gleich jeden Moment. Ich habe ein langes Telefon gehabt. Mit meinen Freunden von HRE Deutschland. So. Und wegen dem ein bisschen stehen geblieben. Aber zum Glück geht es relativ gut hinten. Vorne wird dann wieder ein bisschen so ein Theater. Schaut gut aus. Hä? Wie KW ist aber ST sowieso dasselbe. Spielt keine Rolle, ich weiß nicht. Geh mal rein hier, ne? Hallo. Ja, ich bin ein bisschen unzufrieden. Nicht in der Zeit. Ich habe eine Stunde telefoniert. Wann habe ich losgelegt? Um 3. Und ich habe eine Stunde telefoniert mit Deutschland und ich bin trotzdem schon fast fertig. Ich habe jetzt nur noch auf der anderen Seite. Hier ist eigentlich fertig, aber ich bin unzufrieden. Und zwar, ihr wisst ja meinen Perfektionismus. Und jetzt guckt euch mal die Schraube an. Das ist halt alles ein bisschen der Zeit geschuldet, dass wir halt wirklich auf dem letzten Zacken laufen, weil das Auto heute Nacht, morgen früh, wie auch immer, bereits schon nach Spanien geht. Normalerweise würde ich jetzt hier gerne neue Schrauben bestellen. Geht nicht.
genau dasselbe Stoßdämpfer. Hier oben drin sieht man, wie der Rost bereits schon hier sich am Anheben ist. Ich hätte auch gerne neue Stoßdämpfer verwendet, sprich ein Gewinde wäre vielleicht doch die bessere Alternative gewesen, aber das war das allerschnellste lieferbar. Gewinde wäre erst am Montag hier gewesen. Ist das Auto schon in der Sonne am Strand. Wir sind fertig. Ging schnell, ne? Jetzt runterlassen. Wollen wir gucken? Ja. Ohne einmal eingefedert, nimmt mich das gerade runter. Habe ich mal einen Meter hingemacht? Wo habe ich mal einen Meter hingemacht? Wo ist der Meter? Wo ist er? Ah, warum Film? Ja, gerade direkt 2 cm. Hier haben wir 34. Wir gehen das Auto jetzt noch waschen. Standesgemäß wie immer. Philipp, ich glaube, kann dich beim Namen nennen. Ich danke dir ganz vielmals für deine Treue über die ganzen Jahre. Ich hoffe, dass du da gut starten kannst in Spanien. Hast ja tolle Projekte da. Ich hoffe, du hattest an der letzten Arbeit, wo ich dir machen durfte, sehr viel Freude. Wirst Spaß haben, beziehungsweise deine Frau wird Spaß haben damit. Aber ich denke, das Auto ist ganz, ganz fresh geworden. Die Felgen haben wir ja gesagt, wir machen das so. Ich werde in Facebook dann die Fotos, die finalen, irgendwann dann noch mit den Felgen drauf, werde ich posten. Aber jetzt einfach, was wir in 1,5 Tagen machen konnten, ist schon ganz was anderes. Mit den hessischen Felgen sogar. Aber alles in schwarz, die Farbkombi ist ja der Hammer mit dem Braun und jetzt alles schwarz. Das ist wirklich geil. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Philipp, danke nochmals. Jetzt gehen wir noch schnell waschen. Braucht ihr nicht sehen, habt ihr 100 Mal schon gesehen. Und dann würde ich sagen, gibt euch Hans-Peter wieder mal einen schönen Carporn. Extra für die Widmung an Philipp. Jo, schönes Wochenende. Ciao zusammen. Hans-Peter, warum hast du mir nichts gesagt, dass ich schwarz im Auge bin?